Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich muss mich erstmal entschuldigen, ich habe gerade nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, ich kann auch nicht so die Kommentare alle beantworten. Ich freue mich trotzdem auf eure Kommentare. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr denkt, ich melde mich plötzlich nicht mehr oder antworte nicht mehr. Aber es wird halt langsam auch immer mehr und muss es übersetzen und so weiter. Also gut, was ich machen möchte heute mit diesem Pepeo, einfach mal testen, wie das funktioniert, wie das reagiert. Ich zeige euch danach auch kurz, wie man es anmischt, oder was heißt, wie ich es anmische, besser gesagt. Ich habe es mal so probiert und dann lasst euch überraschen und wir starten dann. Also, bis gleich. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier angerührt und zwar Bright Aqua Green von Liquitex. Das ist ein, ja, ich sag mal, ziemlich schönes helles Grün. Dann Sierra gebrannt, also braun. Und dieses Pyrol Rot. Die sind jetzt alle von Amsterdam. Und weiß auch von Amsterdam. Okay. Ich habe es noch nicht rausgefunden, zwecks, wie das funktioniert mit diesem Zellaktivator. Also das aktivieren. Ich gehe davon aus, dass dieses Weiß einfach auch teils Zellenbildung gibt. Was ich mir hier noch angerührt habe, und zwar 50% dieses Pepeo und 50% Vinylkleber und auch Acrylweiß. Und das ist jetzt eigentlich so gut, ohne dass ich irgendwie Wasser reinmachen muss. Und da ich ja, wie gesagt, nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht, ich mache jetzt hier einfach spaßeshalber mal einen Tropfen Silikon 300 rein. Also von der Viskosität her. So, und jetzt zeige ich euch einmal kurz, wie ich das anrühre. Dazu habe ich nämlich jetzt noch Königsblau, auch von Amsterdam. Zwar die Expert-Reihe, ist deckend. So. Man braucht halt hier natürlich etwas mehr Farbe. Komm schon. Dieses Pepeo. Erstmal einen Schuss rein. Das soll ja glänzend abtrocknen, da bin ich echt mal gespannt. Jetzt haben wir nämlich so eine Konsistenz, also ziemlich dick, deswegen gebe ich da nochmal einen Schuss rein, einen guten. Vorteil hier gegenüber diesem Vinylkleber ist halt auch, die Farben bleiben so, also der Farbton bleibt, die hellen nicht auf. Seht ihr, jetzt habe ich es immer noch recht dick und deswegen gebe ich da aber nur einen kleinen Schuss Wasser dazu. Also mache ich das jetzt. Ihr seht, es läuft eigentlich schon ganz gut. Ich lasse mit Absicht etwas dicker. Weil ich habe so das Gefühl, wenn man zu viel Wasser reinmacht, dass dann doch die Pigmente etwas verlaufen. Also ich habe es beim Weiß gemerkt. Ich habe schon mal einen Testversuch gemacht, aber dann weiß nicht, ob ich euch davor zeige oder danach zeige. Okay. Schaue ich mal, die anderen sind eigentlich auch ein bisschen dünner. Klappleeren. Etwas Wasser rein.
So. Ja, jetzt läuft es eigentlich auch ganz gut. Okay, so habe ich die Farben eigentlich angerührt. Ich hole euch jetzt mal runter nochmal zum Bild. Ich habe hier, wie gesagt, 50% Vinylkleber und 50% von diesem BPO. Ich möchte einfach mal testen, und zwar ähnlich gesagt wie diese Blumentechnik oder Chili-Technik. Ich habe es bisher immer noch nicht geschafft. Gut, ist mir jetzt auch nicht so wichtig, aber ich versuche halt immer selber was zu machen und auszuprobieren. Bin keiner, der so gern abguckt von anderen. Okay, ich hole euch geschwind ran. Okay, bin wieder da und habe auch keine Handschuhe vergessen, was mir öfters passiert. Gut, wie gesagt, ich habe hier einen Tropfen Silikon rein. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich in das Weiß auch noch ein bisschen etwas reinmache. Aber ich lasse es, weil Weiß reagiert ja eh nicht so auf Silikon. Ich mache jetzt hier kein Silikon rein in die Farben. So, darf nur das Weiß nicht verwechseln. Also das ist, wie gesagt, dieses 50-50 Vinylkleber und BPO ohne Wasser. Ich lasse mal noch einen Schuss übrig. Ob es jetzt Zellen gibt, weiß ich nicht, wie gesagt, weil ich jetzt in dem Weiß kein Silikon rein habe. Wir schauen einfach mal. Ich probiere das jetzt dann auch einfach mal zu verblasen, zu verpusten. Dann schauen wir mal. Ich mache jetzt oben nochmal Braun drauf, weil ich Braun hat es letztes Mal sehr verschluckt. Und vielleicht noch ein Ticken Weiß. Okay. Das lasse ich so. Mal die Farben zur Seite. Bin gerade echt am Überlegen, ob ich es nicht einfach mal mit dem Föhn verblase und nicht mit dem Mund, ist mir fast zu anstrengend. Und das machen wir mal. Wir testen das einfach. So, also ganz normaler Haushaltsföhn. Seht ihr wieder schön, was mit dem Weiß passiert, nämlich gar nichts. Das ist immer lustig und gefällt mir eigentlich auch nicht. Rot haben wir eigentlich fast genug. Nochmal. So, kurz erhitzen, ob was passiert. Okay, also kommen keine Zellen. Thank you.
Dann machen wir eins. Ich lasse das jetzt mal weglaufen, das gefällt mir gar nicht. Aber es bringt schöne Farben, muss ich sagen. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier noch runter bekommen. Ich möchte es einfach nur schließen, die Decke. Beschleunigen wir mal. Was wir hier so an Punkte sehen, sind wahrscheinlich nur Luftblasen. Na komm schon. Ja gut. Nicht ganz so schlimm. Ja, nur Luftblasen. Gefällt mir eigentlich nicht. Jetzt machen wir das mal anders. Ups, können wir gleich auch mal testen, was dann mit Silikon passiert. In Weiß brauche ich nichts rein. Wobei ich mache jetzt hier einfach in Weiß auch mal. Ich sage jetzt mal ca. 2 Tropfen rein. Eigentlich in alle Farben. Auch mal schön zu wissen, was passiert. Oh, 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 oh. Was sehe ich da gerade? Das kann jetzt auch von dem Weiß kommen, wo ich den einen Tropfen Silikon rein habe. Aber ansonsten passiert eigentlich nicht viel. Ja, das wird von dem Weiß sein. Okay. Kein Problem. Jetzt mache ich das einfach nochmal. Jetzt brauche ich nicht mehr so viel. Wieder mal einen Schuss Weiß dazwischen. So. Probieren wir das einfach nochmal mit dem Föhn. So, jetzt wirkt natürlich das Silikon, ganz klar. Und schöne kleine Zellen. Ich überlege gerade, ob ich alles voll mache oder eigentlich
das so lasse. Ja, Wahnsinn, was für kleine Zellen da rauskommen. Das Braun gefällt mir nicht wirklich. Das Braun gefällt mir gar nicht. Passt mal auf, ich nehme jetzt von diesem Weiß, wo ich, hab's nicht Tropfen, das ist nicht gut, wo ich einen Tropfen Silikon drin habe. Schade, dass hier getropft hat. Okay. Na, das passt doch auch. Tropft noch zu viel Braun, ich weiß nicht. Okay. Trotzdem gefällt es mir noch nicht ganz. Lass mal ein bisschen rauslaufen. So, ein bisschen behalten wir. Auch schon wieder getropft, dachte ich mir. Der weiße Rand ist mir zu breit etwas. So, hier finde ich jetzt auch noch etwas zu viel Weiß. Probiere ich da noch. Einmal hier rüber. Okay. Was mich fasziniert, sind die ganz kleinen Zellen. Da ist mir fast zu viel Wirrwarr. Ich überlege gerade, was man da machen kann. Pass auf, wenn wir schon dran sind. Gibt es auch mal wieder ein längeres Video.
So. Misch das auch mal kurz. Einmal durch. Ihr seht es hier. Und hier mache ich, den lasse ich nachher nochmal rauslaufen. So, jetzt muss noch mal ein bisschen. Jetzt haben wir ein sehr buntes Bild. Aber ich denke mal, das passt. Wie gesagt, mit dem Weiß habe ich etwas Schwierigkeiten hier. Gefällt mir nicht so ganz. Aber was ich halt faszinierend finde, diese ganz kleinen Zellen, was da entstehen. Das finde ich doch faszinierend an diesem Pepeo. Okay. Ja, muss ich in die neuen Medien einfach reinschaffen, also reinarbeiten. Wissen, wie sie funktionieren, wissen, wie sie reagieren, und demnach kann man dann auch Bilder gestalten. Ich habe jetzt natürlich herausgefunden, dass es schöne kleine Zellen macht, aber ist halt wieder ein anderes Arbeiten. Okay, ich lasse es mal vor 10 Minuten einwirken und dann zeige ich euch von nahem. Bis gleich. So Freunde, ich bin nochmal zurück. Ich habe noch etwas Restfarbe übrig. Ihr habt jetzt mal gesehen, was man vielleicht machen kann. Oder auch nicht. Es sieht ja ganz gut aus. Also diese kleinen Zellen sind richtig gut. Seht es vielleicht hier. Aber mir gefällt das Bild absolut nicht. Und jetzt mache ich einen ganz normalen Flipcup nochmal drüber. Wie gesagt, es ist etwas dicker. Dann ist die Farbe auch weg. Ja, wie mit allem. Man muss sich erst einarbeiten, ich kann es nur noch mal wiederholen. Vielleicht habe ich die Farben auch etwas zu dick gelassen. Ich glaube, ein bisschen mehr Wasser rein tut ihm auch gut. Komm, ich nehme auch das andere Weiß, wo ich gemischt habe. Egal. Mal jetzt die ganzen Farben leer. Ja, ich denke mal einen Ticken dünner, also etwas dünner, dann funktioniert das besser. So. Haben wir noch ein bisschen Weiß für unten. Okay, frech wie wir sind, einfach drauf. Ein bisschen Spaß muss sein. Na, da läuft schon, schaut mal. Dann haben wir das jetzt auch mal getestet. So, kleben tut es auch arg.
Jetzt können wir das schön auseinanderziehen. Ah, da habe ich was im Popel drin. Der fährt jetzt weg. Diese Seite gefällt mir nicht. Aber jetzt schaut mal an, was wir hier für schöne geschafft. Boah, fällt uns gleich runter. Doch für schöne Zellen bekommt. Muss ich sagen, ich will jetzt gar nicht mehr so arg erhitzen. Aber ich will ja schauen, was passiert. Okay. Also man kann richtig kleine Zellen rausbringen. Wenn man es etwas dicker lässt, so wie ich gemacht habe. Na, aber das sieht jetzt wenigstens, also ich finde auf jeden Fall besser aus. Cool, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich lasse es kurz einwirken. Und dann zeige ich es euch jetzt endlich von daheim. Bis gleich. So Freunde, ich hoffe ihr seid noch dabei. Heute haben wir ja viel ausprobiert. Ja, entweder habt ihr vorgespult oder habt ihr euch wirklich ganz angesehen. Okay, also ich finde es richtig cool geworden jetzt. Wie gesagt, ich habe jetzt natürlich mehr erhitzt, weil ich einfach sehen wollte, wie es dann auch reagiert. Dadurch sind jetzt auch einige Zellen noch gekommen. Aber man bekommt andere Zellen, wie jetzt mit dem Menükleber. Vor allem hier diese kleinen. Und ich denke einfach auch mal, man muss es so sagen, ist stabiler. Das ist auch cool geworden mit diesen 1, 2, 3, 4, 5 Punkten. Also die bleiben standhafter. Ich habe natürlich jetzt auch etwas dicker gelassen, die Farbe. Wir schauen, wenn es getrocknet ist. So ein weißes Netz. Okay. Also dann hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet, etwas daraus gelernt habt, was man macht oder was man nicht macht. Oder einfach mal selber ausprobieren. Wie gesagt, ich teste ja immer gern, ich probiere immer gern aus. Aber ich finde es cool. Das Rot kommt jetzt hier ein bisschen heller raus. So ist vielleicht besser zu sehen. Also man kann doch schöne Bilder machen mit dem PPO. Also gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was gebracht. Ihr habt durchgehalten. So, jetzt noch kurz getrocknet das Bild. Also ihr seht, es hat wirklich eine
ja, ich sage mal, es war schon kunststoffartige Schicht. Ihr seht eigentlich auch, es hat sich nicht viel verändert. Ein schöner Vorteil, dass es so bleibt. Ja, nochmal diese roten. Aber wie gesagt, so sieht das besser. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss, bye.